Und einer, der es gar nicht ins Rennen geht, das ist der gute Mann hier, das ist nämlich Niklas Süle. Der reist wieder ab. Der ist nicht mit der Mannschaft nach Bukarest aufgebrochen, denn er hat muskuläre Probleme und fällt somit auch für das Spiel gegen Rumänien und Mazedonien aus. Die restlichen 20 Spieler von Jogi Löw, die sind aber alle fit und vor allem auch, negativ auf das Coronavirus getestet. Ganz, ganz wichtig. Das wird wahrscheinlich auch unser Mann Marc Bernbeck vor Ort in Düsseldorf sein. Gehe ich mal schwer von aus. Oder Marc, wie sieht's da aus? Ich hoffe. Ja, aber kommen wir mal zum Spiel. Ja, ich hoffe. Man weiß ja nie, ne? Aber ich halte mich streng an die Hygienevorschriften. Das auf alle Fälle. Ja, gerne zum Spiel. Genau, Albert. Du sagst es, ja. Es geht jetzt gegen Rumänien. Das erste Spiel gegen Island wird noch locker flockig 3:0 gewonnen. Auf was können wir uns denn gegen Rumänien einstellen? Ja, vor allem auf eine Mannschaft, die sehr ähnlich auftreten wird. Warum? Weil wenig trainiert wird und wurde. Gestern regeneriert. Heute ist die Mannschaft ja gegen 10 Uhr losgeflogen. Hier von Düsseldorf rüber nach Bukarest und ab kurz ins Hotel. Mittagessen, Einziehen, Besprechung und dann geht's zur Pressekonferenz. Joshua Kimmich und natürlich der Bundesjogi ist mit dabei. 16:30 unserer Zeit. Und dann gibt's noch das Abschlusstraining. Das heißt, es wurde ja gar nicht viel einstudiert und wird nicht viel einstudiert, sondern die Mannschaft will natürlich sehr, sehr ähnlich auftreten. Bin gespannt, ob man taktisch ein bisschen variiert. Joachim Löw hat ja in der Vergangenheit auch gern mal die Dreierkette ausprobiert. Wobei natürlich gerade Rumänien durchaus ein ähnlicher Gegner ist, vom Kaliber wie Island. Jetzt zuletzt hat Jogi mit der Viererkette gespielt, deswegen rechne ich erstmal auch mit der Vierer. Aber wir wissen nicht. Wir schauen mal, was er vielleicht um 16:30 dazu sagen wird, Joachim Löw. Ich hatte es eingangs schon gesagt gehabt, Niklas Süle, der ist nicht mit dabei. Der ist aufgrund von muskulären Problemen komplett raus in der Nationalmannschaft. Herber Rückschlag oder ist der dann doch relativ einfach zu ersetzen? Hat der Jogi Löw schon Plan B? Ja, den Plan B, den gibt's natürlich und der hat ja auch schon gespielt. Und zwar Rüdiger und Ginter gemeinsam in der Innenverteidigung. Toni Rüdiger hat das richtig gut gemacht, vor allem auch als Leader aufgetreten, als Lautsprecher, weil Matthias Ginter ist ein feiner, netter Kerl, spielt eine gute Saison, bis sehr gute Saison und trotzdem wird er nie der Lautsprecher sein. Das kann er nicht, das ist nicht sein Naturell. Aber Toni Rüdiger kann dann schon, wenn er muss und er musste am Donnerstag und das hat er gut gemacht. Deswegen die beiden zusammen erwarte ich eigentlich wieder in der Innenverteidigung. Niklas Süle, klar, eigentlich fehlt er sehr, weil er sollte der große neue Abwehrboss werden. Nun hat er eine durchwachsene bis schwierige Saison gehabt, ist nicht so schlecht, wie er immer geredet wird. Also definitiv spielt er auch ordentlich und hat tolle Werte, da haben wir alles schon analysiert. Aber jetzt macht der Muskel zu, weiter verletzt und deswegen ist er nicht mit dabei. Kann man sich nicht einspielen, gerade in dem Duo Rüdiger-Süle, das ist schade, aber auch kein Beinbruch, wenn man die gesamte deutsche Mannschaft betrachtet. Können wir denn, wenn es jetzt gegen Rumänien geht, können wir davon ausgehen, dass es wieder ein Spiel zu Null wird, auch wenn man sagt, es gibt keine kleinen Mannschaften mehr oder kleine Nationen? Ja, sollte es. Also ich glaube, das ist etwas, worauf die Nationalmannschaft extrem achtet. Letztes Jahr gab es ja nur 1:0-Spiel, sonst hat man immer irgendwie eine Bude gefangen. Und das hat, glaube ich, die defensiv desolate Leistung aus dem letzten Jahr nochmal statistisch untermauert. Deswegen war das 2:0 gegen Island sehr wichtig. Und genauso will man natürlich weitermachen, dass man kompakt verteidigt, dass man früh anläuft. Weil, muss man ja auch sagen, das hat man gerade in der ersten Halbzeit jetzt am Donnerstag sehr, sehr gut gemacht, dass auch die Außenspieler, Havertz, Sané, plus aber auch dann die Doppel 6-8, also Gündogan, Goretzka, haben das sehr intensiv gemacht mit vielen Sprints, vielen Läufen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Isländer komplett hinten reingedrückt wurden. Und ich glaube, ähnlich muss man jetzt auch auftreten. Ja, Marc, das war das Sportliche. Es gab ja auch noch das, was vor dem Spiel stattgefunden hat, nämlich die Aktion für Human Rights. Und das wird ja nicht ganz so toll gesehen in der Bevölkerung. Teilweise wird gesagt, das war einfach nur eine Marketingmaßnahme. Wie kriegst du das vor Ort mit? Ja, vor allem, weil der DFB jetzt ja auch noch ein Video gepostet hat, wo das Ganze nochmal dokumentiert wurde, das Making-of, wie man diese Trikots bemalt hat, ja quasi mit so einer Rolle und weißer Farbe. Die Spieler haben das selbst gemacht, aber ja, es ist natürlich so, dass das vom DFB eher geplant wurde, auch gemeinsam mit dem Ausrüster. Man hat ja das neue schwarze Trikot, was ich sehr schick finde, by the way, damit natürlich auch ein Stück weit beworben, weil diese weiße Farbe auf dem schwarzen Trikot natürlich sehr gut aussieht, aber das ist natürlich nicht der Kern. Also ich finde schon,
man sollte jetzt nicht zu kritisch sein. Die Aktion an sich ist schon richtig gut. Ich weiß noch, dass ich vor dem Spiel eine Schalte gemacht habe und gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB was Ähnliches macht wie Norwegen. Ja, ich lag falsch, muss ich auch mal zugeben. Also die Aktion war auf jeden Fall gut, für die Menschenrechte einzutreten, auch wenn, völlig richtig, es nicht das Kaliber war von Norwegen, die ja sogar einen Boykott in Erwägung gezogen haben. Im Juni gibt es einen kompletten Kongress, wo der norwegische Verband berät. Also da ist es ein Riesenthema, ob man überhaupt nach Katar fahren soll oder nicht. So weit ist es in Deutschland nicht. Im Gegenteil, die Spieler haben nicht mal Katar als Land in den Mund genommen. Und da merkt man schon, dass man sehr vorsichtig ist. Und da verstehe ich die Kritik. Trotzdem nur Marketingaktion. Nein, das ist mir auch ein bisschen zu einseitig. Ja, danke Marco. Marc, für deine Einschätzung vor Ort in Düsseldorf. Und wir schauen einfach mal, wie das Spiel wird gegen Rumänien. Hoffentlich zu null und ganz, ganz vielen Toren für uns. Wir bleiben beim DFB. Da hat nämlich Uli Hoeneß die gesamte Führungsriege des DFB stark kritisiert und vor allem auch personelle Veränderungen gefordert. Und er bekommt auch Unterstützung. Und das von einem Urgestein aus der Bundesliga. Und das ist Martin Kind. Der hat uns im exklusiven Interview verraten, warum er das genauso sieht wie Uli Hoeneß. Die Kritik und auch sogar der Vorschlag von Hoeneß ist begründet. Ich teile die Einschätzung vollumfänglich. Auch bei mir entsteht der Eindruck, dass die Funktionäre mehr um ihre Privilegien und Vorteile bemüht sind, aber nicht wirklich die Verantwortung mehr im Sinne von Entwicklungsprozessen, neuen Ideen, neuen Strategien. Und sie dann auch wirklich operativ umzusetzen, also stagniert. Ist Fritz Keller der Mann, Ihrer Ansicht nach, der den Verband in die Zukunft führt? Also erstmal, was ich sehr begrüßt habe, dass mal jemand gewählt wurde, der unabhängig ist, damit auch vom System nicht zwingend abhängig ist. Aber die Satzungsänderungen, die in der Phase dann gelaufen sind, haben letztendlich seine Möglichkeiten beeinträchtigt. Und deshalb kann er das nicht, diese Neugestaltung und Weiterentwicklung letztendlich durchsetzen, weil er limitiert ist durch die Struktur. Ich glaube schon, dass er ein Mann ist, der Visionen der Zukunft entwickeln kann. Aber im Moment lässt die vorhandene Verwaltungsstruktur und Verantwortungsstruktur diesen Prozess eben nicht wirklich zu. Ich glaube, wir brauchen einen guten Mix mit erfahrenen Leuten aus dem System, aber mit kreativen Leuten, leistungsstark, führungsstark, konfliktfähig und, die diesen Prozess der Weiterentwicklung mitgestalten. Haben wir noch einen Weg zu gehen, glaube ich. Ja gut, aber wir sind das wie ein Unternehmen. Und der DFB letztendlich ist er zwar ein Verein, gemeinnützig, kann man auch diskutieren. Und jetzt gilt es, neue Ideen zu entwickeln und diese Veränderung zu gestalten. Die Kraft muss notwendig sein, die muss vorhanden sein und die fehlt mir beim DFB.